Marius, Glückwunsch zum Sieg. Angesichts der Tatsache, dass sich Freiburg heute höchstwahrscheinlich durchgesetzt hat, ich meine, sie haben haushoch geführt, wie sind da die Gefühle? Bestimmt gemischt, oder? Gut, wie Freiburg gespielt hat, weiß ich nicht, aber wir haben unsere Hausaufgabe gemacht. Wir haben von Anfang an Sa unter Druck gesetzt, wie man es machen wollte, und unser Spiel aufzubauen, wie die letzten Heimspiele auch schon. Haben wir jetzt eine kleine Serie ausgebaut, 3 Siege. Und da wollte man dran weiterknüpfen und das ist uns gut gelungen. Du hast mit einem Tor zu diesem souveränen Sieg beigetragen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Ja, wir haben schnelle Ballgewinne gehabt durch den Florian Kappler auf der rechten Seite auf Höhe der Mittellinie. Er hat sich gut durchgesetzt, legt sich den Ball gut vor und liegt quer auf den Manuel. Manuel leitet weiter zu mir und ich muss ihn nur noch reinschieben. Das war super vorbereitet von den beiden und Tor 2-0. Ist die Hoffnung auf den Nichtabstieg noch da? Solange es rechnerisch noch möglich ist, ist die Hoffnung immer da, klar. Wir versuchen einfach unser Bestes noch zu geben in den restlichen 3 Aufgaben, was mit Sicherheit nicht die leichtesten sind. Waldhof Mannheim, Hoffenheim 2 und in Trier dann. Aber Fußball ist alles möglich, hat man letztes Jahr schon gesehen und vielleicht schaffen wir dieses Jahr auch noch ein kleines Wunder. Auf euch wartet ja jetzt ein Kracher gegen Mannheim in Mannheim. Was meinst du wieder, was das für ein Spiel wird? Ich würde sicher ein Highlight in der Saison. Kommen bestimmt viele Fans, über 8000 Zuschauer. Mannheim will Meister werden, stehen kurz davor, können es gegen uns klar machen. Aber wir fahren da mit Sicherheit nicht hin, um uns abschlachten zu lassen. Wir bauen heute drauf auf, trainieren morgen ordentlich und dann sehen wir, was drin ist in Mannheim. Wir haben keinen Druck, Mannheim muss. Schauen wir mal.